Hallo und hallo, meine Freunde der Nacht. Heute begrüße ich euch zu einem neuen Video und wir schauen uns heute zusammen diese Fineliner etwas genauer an. Und ich wollte diese Stifte unbedingt mit euch auspacken und zusammen anschauen, weil mich diese Verpackung einfach von außen her sehr angesprochen hat. Und was ich halt auch sehr interessant finde, ist, dass man diese Stifte hier nicht regulär im Laden kaufen kann, sondern nur online. Und da habe ich die nämlich auch das erste Mal kennengelernt, nämlich über Social Media. Und da wurden mir diese Stifte hier als Werbung vorgeschlagen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was du speziell jetzt mit diesen Stiften in Verbindung bringst. Als ich das erste Mal diese Stifte gesehen habe, haben sie mir direkt so Tattoo-Vibes gegeben. Also das sind so Stifte, würde ich sagen, die man in so Tattoo-Studios sehen kann und die mich halt auch daran erinnern, dass man mit seinen Kunden halt irgendwelche Sketche oder so ausarbeitet. Und die Firma, die hinter diesen Linern steckt, die heißt Skullpaper. Und die machen tatsächlich auch Folien, also fürs Tätowieren, dass man halt quasi seine eigenen Stencil machen kann und sowas. Also die Motive, die dann auf die Haut kommen und so. Aber berühmt wurde diese Firma tatsächlich durch die DIY-Szene. Sind tatsächlich dafür bekannt, dass sie sehr viel DIY-Sache verkaufen. Also zum Beispiel Folien, mit denen man seine T-Shirts oder auch Kerzen bedrucken kann. Und so haben die tatsächlich auch angefangen. Und dadurch wurde diese Firma tatsächlich auch bekannt. Die Stifte selber werden in Japan produziert. Aber das ist tatsächlich ein deutsches Unternehmen, was dahinter steckt. Und zwar haben die ihren Sitz nämlich in Cottbus. Eine interessante Kombi, wie ich auf jeden Fall finde. Insgesamt enthält das Set 8 verschiedene Stifte mit unterschiedlichen Minenvariationen, die insgesamt von 0,03 mm bis 1 mm hochreichen. Und dann gibt es natürlich auch noch zusätzlich einen Brushpen hier drin. Aber so viel erstmal zu den Basics. Ich würde mal sagen, wir packen das gute Stück hier erstmal aus und machen erstmal die Swatches. Ich hatte dann auch direkt angefangen, die Stifte auszutesten. Und bei dem ersten in die Hand nehmen ist mir direkt aufgefallen, dass sie wirklich anders in der Hand liegen als normale Liner. Aber dazu später mehr. Was mir auch noch im ersten Moment aufgefallen ist, ist, dass wirklich die Farbpigmente wirklich sehr schön aus dem Stift rauskommen. Und was mir halt auch aufgefallen ist, dass vor allem die dicken Stärken mich wirklich an die Rotring Tinky Graphite Pencil erinnern, weil die von der Farbauftragung und von wie die Mine über das Papier gleitet, sich eigentlich fast ganz genauso anfühlen. Das hat mich eigentlich sehr beeindruckt und ich fand es sehr positiv, weil das wirklich einer meiner Lieblingsliner sind und ich es total gerne mag, mit denen zu arbeiten. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut. Aber ich wollte natürlich wissen, was die Liner sonst noch so drauf haben und was man mit denen so anstellen kann. Deshalb bin ich nochmal mit den Copics darüber gegangen. Und dann, ja, was soll ich dazu sagen? Meine Enttäuschung war schon ein bisschen groß, als ich festgestellt habe, dass das nicht funktioniert. Eigentlich hätte ich das dann bei Aquarell auch gar nicht noch testen müssen, weil es eigentlich schon klar war, dass das auch nicht kombinierbar sein wird. Aber ich habe das trotzdem halt ausgetestet. Und ich habe das aber beim ersten Mal nicht richtig erkannt. Also wahrscheinlich hatte ich mal wieder einen Knick in der Optik oder sowas. Passiert ja häufiger bei mir in letzter Zeit. Nochmal darunter getestet. Und ja, Leute, es hat leider nicht funktioniert. Also man müsste tatsächlich zuerst die Farbe machen und dann mit den Linern arbeiten, um das so ein bisschen zu kombinieren. Und das finde ich leider ein bisschen schade. Eine Sache, die mir auch noch positiv aufgefallen ist, ist, dass zwischen der Kappe und dem Körper des Stiftes, dass dieser Übergang quasi fließend ist. Und das ist auch gar nicht selbstverständlich, wie ihr hier erkennen könnt. Und der einzige Liner, der das halt auch hat, oder der da ungefähr mithalten könnte, ist der Copic Multiliner. Und das fand ich auch sehr erstaunlich. Um nochmal darauf zurückzukommen, dass die Liner wirklich anders in der Hand liegen als andere Liner, da ist mir halt aufgefallen, dass die Black Liner, also die von Skullpaper, wirklich sehr dick sind. Also, und ich war dann halt neugierig und habe tatsächlich mit einem Messschieber ausgemessen, wie dick diese Stifte tatsächlich
Und die Blackliner haben einen Durchmesser von 10,40 mm. Und das finde ich halt schon sehr krass, muss ich zugeben. Nur mal so für euch zum Vergleich. Die Micro, die haben nur einen Durchmesser von 9,05 mm. Um das so für euch bilderisch mal darzustellen. Ich weiß, es ist eigentlich komplett unnötig, dass ich das hier nochmal erwähne, weil es nichts wirklich mit dem Zeichnen zu tun hat. Dennoch wollte ich das nochmal erwähnt haben, weil dieser Umstand einen großen Unterschied machen kann für Grobmotoriker, dass man den Stift dann besser in der Hand halten kann. Aber so viel erstmal zum Test. Kommen wir jetzt erstmal zu meinem Artwork und wie ich es anfertige. Und am Anfang der Illustration wird natürlich eine Skizze gemacht und die habe ich hier einfach ganz normal angefertigt. Ich werde euch aber nochmal genau in der Infobox sagen, was für Produkte ich jetzt nochmal benutzt habe hier. Da das Hauptaugenmerk für mich bei den Linern auf sehr kleinen Details liegt, die man mit den Feinlinern anfertigen kann, habe ich mich dann auch dazu entschieden, ein Bild anzufertigen, was aus sehr vielen kleinen einzelnen Teilen besteht. Als ich dann den Stift mit der kleinsten Mine ausprobiert habe, also den 0,03er, war ich sehr überrascht, wie weich der über das Papier gleitet. Das habe ich zuvor eigentlich noch nie so erlebt, weil normalerweise, wenn man wirklich so ganz kleine, feine Spitzen hat, dann kratzen die meistens übers Papier, aber das war hier nicht der Fall. Allerdings fragt man sich natürlich dann schon, wie fein kann man dann am Ende noch arbeiten mit dem Stift, sodass das nachher am Ende auffällt, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Weil wenn man wirklich zu kleine Details macht, dann kann man das am Ende nicht mehr richtig sehen vom Betrachter her. Auch bei dem Arbeiten mit anderen größeren Größen hatte ich jetzt nicht das Problem, dass das irgendwie kratzt oder sowas. Wie gesagt, hat sich sehr smooth angefühlt und halt auch sehr gut damit zu arbeiten. Allerdings ist mir aufgefallen, dass meine Hände sich ein bisschen mehr verkrampft haben wegen der Dicke der Stifte. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine Gewohnheitssache und wenn man mit denen häufiger arbeitet, dann kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann weggeht. Besonders Spaß hat mir aber das Ausfüllen mit dem Brushpen gemacht am Ende, weil der einfach so unglaublich schön schwarz ist und man damit richtig schöne Kontraste erzeugen kann. Die Spitze ist sehr schön weich und lässt sich quasi einfach kontrollieren. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass das für Anfänger vielleicht ein bisschen schwierig sein kann, am Anfang damit zu arbeiten. Und am Ende sah das ganze Bild dann so aus. So Leute, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt am Ende zu dem Fazit, was ich jetzt letztendlich von diesen tollen Stiften hier halte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so recht, wie ich die bewerten soll, weil es wirklich sehr viel darüber zu sagen gibt. Aber ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit den positiven Eigenschaften dieser Stifte an. Zuallererst möchte ich, was mir positiv aufgefallen ist, möchte ich sagen, dass sie sehr toll aussehen. Also das ist natürlich immer eine Geschmackssache, aber ich finde das Design der Stifte einfach mega schön und das gibt bei mir auf jeden Fall dafür mal einen Pluspunkt. Was ich auch sehr positiv an diesen Stiften finde, ist, dass die sehr smooth über das Papier gleiten und es gibt eine gute Minenauswahl, was ich auch sehr toll finde. Allerdings, was ich leider schade fand, war, dass es von den Minen her keine 0,2 mm Mine gibt, weil das wirklich die Mine ist, die ich am häufigsten benutze für meine Illustration. Deswegen fand ich das so ein bisschen schade, dass das genau die Mine ist, die natürlich nicht in dem Set enthalten ist. Dafür hat man dann halt den ganz dünnen Stift. Also das gleicht so ein bisschen aus, finde ich ein bisschen. Der Brush Pen, der in dem Set mitgeliefert ist, der ist einfach nur sehr toll und es macht extrem viel Spaß, damit zu arbeiten. Die Mine ist richtig schön flexibel und wodurch sich halt tolle Effekte erzeugen lassen. Das Schwarz, was aus dem Stift rauskommt, ist richtig schön schwarz und generell die Farbpigmente, die in diesen Stiften stecken, sind richtig schön stark pigmentiert, was ich echt klasse finde. Dass die Stifte durch diese Dicke, die sie haben, sehr gut in der Hand liegen und ja, das ist halt besonders gut für Grobmotoriker, würde ich sagen. Was mir allerdings dagegen negativ aufgefallen ist, also kommen wir jetzt mal zu dem Nachteil dieser Stifte, ist, dass die Fingerauflage, womit man das hier vorne so festhält, wirklich sehr klein ist. Und da hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass man ein bisschen mehr Platz dort hat. Für mich ist das jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich sehr kleine Hände habe. Aber wenn man größere Pranken hat, dann kann das schon mal schwierig werden.
Was ich zudem auch richtig schade ist, finde, dass diese Stifte nur online verfügbar sind. Und ich denke, das würde das Ganze nochmal viel einfacher machen, wenn man die einfach regulär im Laden kaufen könnte. Worauf man auch achten sollte, wenn man sich diese Stifte hier zulegen will, ist, dass ihr die Minen, die hier drin stecken, nicht nachkaufen könnt. Und man kann, wenn einzelne Dinge hier dran kaputt gehen, die einzelnen Sachen nicht austauschen. Also das ist nochmal so ein Kriterium, das ich auch nicht so toll finde. Also vor allen Dingen bei dem ganz dünnen Stift, also bei dem 0,03er, das sind halt so Minen, die halt ganz besonders schnell kaputt gehen, gerade weil sie so filigran sind. Und deshalb wäre das echt klasse, wenn man die einzeln nachkaufen könnte. Nochmal bezogen auf diese Farbpigmente, die hier drin stecken. Die sind zwar richtig schön schwarz, aber was mir auch aufgefallen ist, als ich hier so gearbeitet habe, dass man wirklich immer was drunter legen sollte, weil der Handballen sich sonst sehr schnell schwarz färbt, weil diese Farbpigmente wirklich sehr stark abfärbend sind. Vor allen Dingen dann, wenn die Tinte noch nicht ganz getrocknet ist. Also das sollte man auch noch mal berücksichtigen. Und was ich auch noch leider negativ zu beanstanden habe an dieser Tinte, die hier drin steckt, ist, dass die wasserlöslich ist. Und es wäre so viel schöner gewesen, wenn man die dann halt noch wäre, weil man die dann besser mit Aquarell und Copics und sowas kombinieren kann. Und ich denke, das würde dem Ganzen nochmal so einen richtig schönen Touch geben. Das würde diesen Stift nochmal auf ein ganz anderes Level hochheben, finde ich. Ein weiterer negativer Punkt, der mir an den Stiften aufgefallen ist, ist, dass dieser Clip hier oben, naja, also ich sag mal so, er hält nicht viel aus. Und er fühlt sich richtig schief an. Also es hat jetzt nichts wirklich mit dem Arbeiten mit dem Stift zu tun, aber es ist mir halt aufgefallen und es hätte das Ganze noch mal ein bisschen hochwertiger gemacht, wenn das hier vorne Silber wäre statt Weiß. Aber naja gut, ist jetzt natürlich kein Muss, aber ich hätte es auf jeden Fall schön gefunden, wenn das hier oben so silberlich oder zumindest ein Aluminiumteil oder sowas gewesen wäre. Generell zu dem Preis kann ich sagen, ist, dass eine Packung von diesen Stiften 17,99 Euro kostet, also aufgerundet sind quasi 18 Euro. Und sie sind damit ein bisschen teurer als das Set von den Microns, aber ich finde, das ist halt immer noch ein stabiler Preis und da das von einem Privathändler ist, kann man dazu eigentlich zu dem Preis nicht wirklich was Negatives sagen. Ist zwar ein bisschen höher, aber ist immer noch in so einem Rahmen, wo ich sagen würde, ja, ist noch ganz in Ordnung. Tja, Leute, und das war es auch schon wieder von dieser Woche von meiner Stelle aus. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, dann kannst du mich auch gerne hier abonnieren. Das würde mich nämlich sehr unterstützen. Und ansonsten schau dir hier ruhig gerne mein anderes Video an. Da habe ich nämlich einen Bleistift-Scam aufgedeckt und du solltest dir das auf jeden Fall anschauen, um nicht auch in diese Falle reinzutappen. Also, ich hoffe, dann sehen wir uns auch zu einem anderen Video von mir. Bleibt bis dann immer schön kreativ. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao!